Metadaten bieten übergeordnete Informationen über eine Ressource und sind somit strukturierte Daten. Beispielsweise bei einem Buch können Metadaten Informationen wie Autorinnennamen und Titel sein. Metadaten geben zusätzliche Hinweise, etwa auf weiterführende Informationen, unterstützen die Zugänglichkeit von Objekten, garantieren rechtliche Sicherheit, erleichtern die Nachnutzung der Objekte, indem sie den Kontext mehrsprachig beschreiben, gelten nicht als eigenes Werk und sind deshalb frei nutzbar und ermöglichen eine optimale Visualisierung, zum Beispiel mittels Zeitleiste oder geografischer Vorortung der Objekte und den Austausch mit den anderen Systemen. Die Pflichtmetadatenfelder sind mit einem Stern gekennzeichnet, zum Beispiel Titel, Sprache, Beschreibung oder zusätzliche Angaben. Nachdem eine Datei hochgeladen wurde, Details zum Upload im Video bzw. Guide Upload, öffnet sich der Metadaten-Editor. Der Editor besteht aus 10 Reitern: Allgemein, Lebenszyklus, technische Daten, didaktische Angaben, Rechte und Lizenzen, Klassifikation, Zuordnung, kontextuelle Angaben, Provenienz und digitales Buch. Im Reiter Allgemein sind generelle Informationen zur Datei auszufüllen. Identifikatoren wie ISBN, AC-Nummer oder DOI können mit einem Klick auf den Button hinzugefügt werden. Unter Lebenszyklus werden Angaben zur Person und das Erstellungsdatum eingetragen. Mit dem Plus-Symbol können Mitwirkende hinzugefügt werden. Technische Angaben beschreiben Informationen wie Format, Größe, Installationshinweise und Dauer, zum Beispiel bei Videos. Die Kategorie didaktische Angaben dient der Angabe bildungsbezogener und pädagogisch-didaktischer Merkmale der Lehr- und Lernressource. Besteht das Objekt aus mehreren einzelnen Objekten, werden für jedes einzelne Objekt didaktische Angaben mittels Klick auf den Plus-Button hinzugefügt. Rechte und Lizenzen geben Informationen über das Objekt. Lizenz ist das einzige Feld, welches nicht im Nachhinein noch geändert werden kann, ausgenommen man wählt keine Lizenz aus. Nachdem eine Lizenz ausgewählt wurde, können noch zusätzliche Angaben bzw. eine Beschreibung angegeben werden. Unter Klassifikation kann das Objekt in Klassen bzw. Unterklassen zugeordnet werden. Es können auch hier mehrere Klassen gewählt werden. Unter Zuordnung kann das Objekt einer Organisation oder Studienrichtung zugeordnet werden. Unter dem Reiter kontextuelle Angaben können Angaben zum realen Objekt, Gebäude, Statue, Ausstellungsobjekt eingetragen werden. Die Provenienz gibt Informationen über die Herkunft des Objektes. Wenn eine Zeitschrift hochgeladen wird, können im letzten Reiter unter Digitales Buch genaue Informationen darüber eingetragen werden. In der Detailansicht können die Metadaten angezeigt und auch bearbeitet werden. Sollte man mehrere Objekte mit ähnlichen Metadaten hochladen wollen, kann man ab dem letzten Reiter Digitales Buch eine Vorlage erstellen. Dies ist direkt vom Metadaten-Editor aus möglich. Der Vorlage muss dann noch ein Name gegeben werden. Danach erscheinen die Vorlagen unter dem Menüpunkt Vorlagen. Man hat die Möglichkeit, die Vorlagen anderen Personen weiterzugeben oder sie zu löschen.